Ja, wir kommen jetzt zu einem Thema, das mir wirklich am Herzen liegt und ich möchte jetzt einmal ganz ernsthaft drüber sprechen. Ich weiß aus gesicherter Quelle, dass derzeit nach 22 Uhr immer noch Kinder vor dem Fernseher sitzen. Und da muss ich mich wirklich fragen, was sind das für Familien, was sind das für Zeiten, in denen wir leben? Ich weiß nur, wie ich klar war. Wir waren froh, wenn wir am Freitag einmal bis um 7 Uhr aufbleiben haben dürfen. Dann sind wir ins Bett gegangen, haben wir auch sofort eingeschlafen. Und wenn wir nicht gleich geschlafen haben, ne, dann haben wir noch gebetet und haben dem Herrn gedankt, dass er uns Eltern geschenkt hat, die uns immer rechtzeitig ins Bett bringen. Wirklich. Und heute ist doch genau umgekehrt. Um 7 Uhr schlafen die Eltern auf der Couch ein, nicht? Und die Kinder beten, dass bitte nicht aufwachen möchten, weil dann könnten sie sich ja um 24 Uhr auf RTL nur das Kettensägen-Massaker anschauen. Wirklich. So schaut's doch inzwischen aus. Seien wir mal ehrlich, ich habe meinen ersten Spätfilm gesehen, da war ich schon verheiratet. Ja, das war Grundprinzip von mir. Keinen Spätfilm vor der Ehe. Wirklich. Und wie es dann so weit war, wie ich meinen ersten Spätfilm gesehen habe, das haben wir auch nur deswegen gemacht, weil meine Frau gesagt hat, komm, heute machen wir mal was ganz Verrücktes. Nicht? Ja, so war das. Und deswegen, meine Damen und Herren, möchten wir hier bei Die Komiker ein pädagogisches Zeichen setzen. Wir haben einen eigenen Kinderkanal gegründet. Der heißt bei uns nicht Kika, sondern Kaki. Das heißt Kanalkinder. Und liebe Kinder, wenn ihr jetzt die erste Folge gesehen habt, dann werdet ihr freiwillig sofort eure Eltern aufwecken und sagen, bitte, bitte, bringt uns ins Bett. Und jetzt geht's los mit Tante Katrin. Hallo Freunde, ich bin's, die Katrin. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Ich hab euch heute jemanden mitgebracht. Und zwar ist das die Frau Plankenschmidt. Hallo Frau Plankenschmidt. Guten Tag, Kinder. Die Frau Plankenschmidt zeigt uns heute mal, wie man ein richtig tolles Papierflugzeug falten kann. Ja, es ist ganz einfach. Es ist so einfach, das kann jedes Kind ganz allein ohne fremde Hilfe machen. Man braucht dazu nur ein Blatt Papier, DIN A4. Das legt man dann so hin, dann faltet man die rechte untere Ecke genau auf... Hab das hier schon mal vorbereitet. Und dann nimmt man das so und dann knickt man das so, dass dann... Ich hab das hier schon mal vorbereitet. Und wenn ihr dann den Knick reinmacht, also dann habt ihr hier, das ist dann... Das sieht dann so aus. Und dann vielleicht noch an der Ecke noch. Oder... Vielleicht da drüben, wenn ihr Lust habt, ihr könnt aber auch. Auf alle Fälle, wenn ihr dann weitermacht, dann habt ihr hier ein fertiges Flugzeug. Toll, was man aus einem einfachen Stück Papier so alles falten kann. Die Frau Plankenschmidt kommt nächste Woche wieder zu uns und dann faltet sie für uns eine Doppelhaushälfte. Danke, Frau Plankenschmidt. Und bei uns geht's jetzt weiter mit Hermann, unserem Märchenonkel.